Ja. Der Hausmeister hat uns gefressen. Er frisst gern kleine Kinder. Okay. Und die Tibeterin. Steuerung. Na, nein. Ich bin gar nicht hier. Schnell, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Das kann auch nichts werden. Versteck dich. Was machst du denn? Ins Licht. Hier rüber. Und nun? Da komme ich niemals hoch. Da muss ich hoch. Die Kiste ziehen. Der darf mich nicht riechen, dann kommt er hier. Kann ich die schieben? Kann die Kiste nicht schieben. Oh Mann. Ich bin hier ganz. Ach so, hier an dem Gitter muss ich hoch. Na komm, kletter, kleines Mädchen. Kletter. So, hier lang. Und hops. Nein. Was mache ich denn? Lass dich bloß nicht kriegen. Von dem Monsterhausmeister. Na komm hoch. Oha, ein gefährlicher Sprung. Es kann tödlich enden. Okay, hier lang, hier lang. Und hier, ducken. Na komm, na komm, na komm. Ja. Luke durch. Okay, im Schacht. Licht. Na komm. Okay, in Sicherheit sind wir natürlich noch lange nicht. Oh. Verdammt. Die Kleine hat Hunger. Oh, was haben wir denn da? Das sieht doch passenderweise fast wie eine Kantine aus. Das geht, da können wir nicht durch. Mach's doch das Licht aus. Gehen wir mal weiter hier. Oh wei, da krümmt sie sich am Boden vor Hunger. Wir müssen was zu essen finden. Da steht Essen. Das Kind. Wird es uns Essen geben? Es wird uns Essen geben. Es gibt uns Essen. Ja, nimm. Iss, kleines Mädchen. Sehr schön. Jetzt muss das arme Kind dort hungern. Er hat sein Essen abgegeben für uns. Ach, sehr schön. Oder nicht so schön. Jetzt muss das andere hungern. Na komm, hier durch. Zwing dich da durch. Ein Galgen. Oh Schreck. Hier ein Kühlschrank, können wir den öffnen? Oder zumindest einen Schrank. Können wir nicht öffnen.
Gut. Die Duschen. Zum Glück haben wir einen Regenmantel an. Ist wie immer Wetter. Kleine Käfige. Die werden wohl die kleinen Kinder gefangen genommen. Gefangen gehalten. Jetzt irgendwo ein Stromschalter. Weil da ist ja wieder Strom. Hier ist nur der Regen angesagt. Haben wir hier hinten irgendwo Strom? Offensichtlich nicht. Tja. Versuchen wir uns vielleicht dort an der Wand entlang. Ohne den Strom. Vielleicht finden wir hier einen anderen Weg. Hier runter. Da hoch. Weil wo Gitter sind, können wir hier hochkraxeln. Ja, sehr gut. Oh wei. So, hier rauf. Hochkraxeln, hochkraxeln, hochkraxeln. Sehr gut. Hier sind wir angekommen. Feuer machen. Ah, das ist ein Speicherpunkt scheinbar. Das Auge hat gespeichert. Die Laternen sind, die Laternen scheinen Speicherpunkte zu sein. Okay, nun müssen wir darüber oder was? Jetzt und kann man einen Speicherpunkt. Okay. Und von hier aus hochklettern. Die Kette entlang. Hey Modi, guten Abend. Kommst auch noch mit dazu? Little Nightmares wird gespielt. Der hat sich schon beklagt, als wir Human for Flat gespielt haben. Dass ich noch nicht so weit bin. Hier mal nicht sterben. Wenn ich hier einen Sprung drüber rüber mache, das ist riskiert. Mach ich lieber hier unten. Hier einen Sprung, das könnte klappen. Das könnte klappen. Und ups, nach rechts. Sehr gut. Die Leiter, können wir die benutzen? Ich vermute mal nein. So, hier am Gitter können wir hoch. Ah, ich sehe schon, die Latenz heute ist immens. Was für eine Latenz? Aha, ja, die Latenz. Ach so, die Stream-Latenz. Wieso immens? Ich habe es auf niedrige Latenz gestellt. Müsste eigentlich. Ne, ich habe noch fast. Also müsste eigentlich unmittelbar. Fast unmittelbar. Latenz ist sehr gut. Ich habe dich nur relativ schlecht gesehen. Ich habe dich nur. Hab bald auf dich reagiert. Ich habe eine Weile gebraucht. Ich war ein Spiel vertieft. So rum. Ich habe dich nicht sofort mitgekriegt. Latenz müsste super sein. Okay, Schalter. Okay. Ah, jetzt sollte man vielleicht mal drauf springen. Ach, lass das Feuer aus. So. Das macht doch Lärm hier. Sehr gut. Und jetzt hier hoch. Na toll. Und nun?
Wie soll man da hochkommen? Gut. Tod Nummer 125. Nee, ganz so viel ist es nicht. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ach, in dem Raum. Ich glaub's nicht. Wie weit weg ist das dann? Die ganze Wanderung hier nochmal. Ach du Schreck. Wir dürfen doch nicht sterben. Kette. Ach so, stimmt ja, die Kette hoch. Ja gut, das hätte ich. Kette hätten wir hochklettern können. Machen wir auch jetzt. Ich muss halt jetzt hier den ganzen Weg nochmal. Das ist ja jetzt, ja, das sehe ich kritisch. ups. Ja. Da muss man hier erstmal hinbekommen. Soll ich hier klettern? Naja gut, so lange dauert das auch nicht. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt noch hin. Achso, stimmt, hat die zurückgesetzt. Das heißt, jetzt kommen wir da gut zurecht. Der Käfig ist ja wieder unten. So, jetzt hier. Ups. Oh, knappe Sache. Ach, verdammt. Springt hier ab. Ja gut. Ja, ein paar Schüsse hier noch. Da laufen die noch. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Das gibt's nicht. Da bin ich noch gar nicht gestorben. Das ist mir noch ja nicht passiert. Der Death Counter wird heute wieder betrieben. Das ist also. Da wird jetzt hier wieder. Gibt es wieder ein paar hübsche neue Zahlen am Ende dieses Livestreams. Ein paar hübsche neue Tote. Tote. Hübsche neue Tote. Tote. Keine Nekrophilie hier. Manchmal wünsche ich mir wirklich eine Clip-Funktion für YouTube-Streams. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Auf Twitch wäre das natürlich möglich. Aber ich kann nicht auf Twitch streamen. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Wenn ich es irgendwann mal herausfinde, mache ich das vielleicht auch mal. War noch zu blöd, mich da in die Technik einzufuchsen. Ist mehr Technik, als ich mir spontan einprägen kann. Das Ganze mit den Subscription-Dingern und so weiter. Ja, wenn ich da mal wen finde, der mir das machen kann. Ach, die Kette, ja, die Kette. Ja, wenn mir das jemand macht, dann können wir das machen. Ja. Bin erstmal froh, dass ich YouTube-Streaming hingekriegt habe. Das ist überhaupt erstmal eine Kunst. Ich kriege ja allein schon den Chat nicht geregelt. Also dass der da. Nee. Twitch-Stream, dazu bin ich noch nicht bereit. Das kriege ich noch nicht gebacken. Ja, wir machen das weiterhin auf YouTube, das 3D-Optik. Bin einfach mal elegant an dem an den Käfig vorbeigehüpft. Ja, räumliche Vorstellungskraft, das bräuchte man natürlich auch noch. Das ist jetzt hier. Bin ich 2 Meter am Ding vorbeigehüpft. Ja. Haben wir was fürs Best-of? Gucken wir mal.
Vielleicht schneidet mal irgendjemand mal ein Best-of für mich. Wenn das Let's Play vorbei ist. Da gibt es ja einige Stellen, die hier prädestiniert dafür sind, in einem Best-of aufzutauchen.